Schön, dass ihr wieder zurück seid bei Let's Play Together. Sherlock Jawohl! Holmes jagt Jack the Ripper mit Cloud. Und dem Phil. Genau, wir müssen jetzt diesen Aktenkoffer knacken. Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Ja gut, Schrankkoffer. Ja, wir haben hier eben etwas rumprobiert, aber so richtig hat alles keinen Sinn gemacht. Wir mussten jetzt wirklich im Internet mal nachgucken, wie die Jahreszahlen waren. Und ja, es ist sehr kompliziert. Also wir lesen das jetzt einfach nur von einem Zettel ab. Das ist nicht gerade heldenhaft, geben wir zu, aber wir kennen uns wirklich nicht so aus. Der müsste es sein, glaube ich. Und dann noch eine Flagge. Ja, genau. Erstes Schloss ist offen. So. Hier kommt eine 1, deine 7. Da bleibt eine 0, dann 9. Na, komm, die Maus spinnt. Maus spinnt. Ach man. 9, 6, 2. 2. Ich glaube, ich habe das Prinzip der Jahreszahlen jetzt auch kapiert. Ja klar. Ah. So, die Die Flagge. Kappe müsste hinhauen. Ja, das stimmt, die Flagge stimmt. Okay. Jetzt. Hier kommt nochmal eine 2. Dann eine 5. Eine 6 und eine 3. Und Und ein Cowboy-Hut braun, oder? Ich glaube, ja, nee, der, das, ja. ja. Und ein Stern müsste da sein. Einer. Einer. Genau. Okay. 0, 3, 0, 7, 6, 3. Und grün. Oh, da Da war war er. sie. Ach, Mann, komm, stopp. Okay. So. Berg. Ein Berg. Nein. Oh, das sah Ja gut, dann habe ich mir das falsch aufgezeichnet. 04. Mensch, komm. Okay. 0766. 3. Okay, und dann haben wir es fast geschafft. Dann müsste das richtige Zeichen dieses hier sein. Ja. Und dann haben wir das Rätsel gelöst. Elementar. Das sieht sehr nach Organ aus. Nach Gebärmutter. Da hast du recht. Sind die wirklich so groß? Weiß ich Ich stell mir nicht. das gerade. Oh. Ich wollte mir gerade das bei Watson vorstellen, wie das, also ob die Größe passen würde. Da habe ich diese Lupe noch entdeckt. Diese Fußabdrücke gleichen denen, die wir vor der Tür entdeckt haben. Das müssen die Fußabdrücke von Squibby sein. Er hat Tumblety geschlagen, woraufhin dieser einen seiner Glasbehälter fallen gelassen hat. Und er ist nach draußen gerannt. Elementar, Holmes. Perfekt, Watson. Ja, ich glaube, Elementar ist so das Lieblingswort. Ja. Das ist ja entsetzlich, Holmes. Dieser riesige Koffer enthält 4 Glasbehälter, in denen Organe schwimmen. Watson, können Sie spontan sagen, um welche Organe es sich handelt? Ich würde sagen, das sind Teile von weiblichen Fortpflanzungsorganen. Sind diese Präparate frisch? Nein, und da bin ich mir ziemlich sicher. Der Farbe und dem Zustand nach zu urteilen, würde ich sagen, dass diese Organe seit mehreren Monaten, wenn nicht gar Jahren, in diesen Glasbehältern aufbewahrt werden. Zurück in die Baker Street. Okay. Ist jemand hier? Ja. Die Polizei schon wieder. Was ist los, Mist. Finley? Sie sind ja kreidebleich. Zwei Polizisten waren hier und wollten wissen, ob eine auffällige Person hier war. Der Whitechapel-Mörder hat wieder zugeschlagen. Und wenn ich mich nicht verhört habe, hat er in den letzten Stunden 2 Frauen ermordet. Wo? Das weiß ich nicht. Die Polizisten haben mir nichts gesagt. Schnell, Holmes, wir müssen ihnen folgen.
Auf keinen Fall, Watson. Mr. Finlay, wissen Sie, ob der Arzt außer diesem riesigen Koffer noch weitere Gepäckstücke auf seinem Zimmer hatte? Ein oder zwei Koffer, glaube ich. Kümmern Sie sich um die Wäsche dieses Arztes? Meine Frau wäscht die Kleidung und Laken der Mieter einmal die Woche. Wären Sie so freundlich und würden uns so schnell wie möglich Bescheid geben, falls der Arzt wieder auftaucht? Sicher. Ich befürchte nur, dass er nicht wiederkommen wird und die Sache mit dem Schlüssel ärgert mich. Holmes, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Der Whitechapel-Mörder ist just in diesem Augenblick ganz in der Nähe. Und wir schlagen hier däumchendrehend Wurzeln. Der Whitechapel-Mörder ist die ganze Zeit in der Nähe. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Zum Tatort bzw. zu den Tatorten gehen, uns zu den Schaulustigen gesellen und die Spuren noch mehr verwischen? Nein, unsere Zeit wird kommen. Gehen wir zurück in die Baker Street. Zeit, in die Baker Street zurückzukehren. Trautesheim, Glück allein. Das hat er schön gesagt. Klar. Wir waren wenige Minuten vor dem ersten Mord nur etwas mehr als 50 Meter vom Opfer entfernt. Wir hätten sogar die Stimme des Mörders hören können. Und trotzdem sitzen wir seit einer Woche nur untätig herum. Sie sitzen untätig herum, Watson. Ich für meinen Teil habe gearbeitet. Und wie Sie wissen, habe ich diese Woche durchaus genutzt, um an die verlässlichen Fakten dieser zwei Mordfälle zu gelangen und sie zu überprüfen. Lesen Sie meine Notizen und versuchen Sie, einen Überblick zu bekommen. Okay. Na toll. Notiz über den Mord an Liz Wright im Datefiles Yard. Gewisse Informationen, die ich gesammelt habe, müssen bestätigt werden. Liz Wright, Spitzname Long Liz, Alter 45 Jahre. Naja. Okay, Größe 5 Fuß 5 Zoll. Gelegenheitsprostituierte. In den letzten 3 Jahren führte sie eine stürmische Beziehung mit einem gewissen Kidney, ein 36-jähriger Hafenarbeiter, den sie vor einigen Tagen verließ. Sie erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn, versäumte es aber vor Gericht zu erscheinen. Er wurde die Anklage fallen gelassen. Die Anklage wurde fallen gelassen. Das Opfer wurde von einem gewissen Louis Dimeschatz am 30. September um 1 Uhr tot aufgefunden. Der erste Gedanke des Mannes war nachzusehen, ob seine im Nachbargebäude lebende Gattin noch am Leben war, bevor er die Leiche meldete. Na toll. Mann. Die zwei Ärzte, die von der Polizei an den Tatort gerufen wurden, bezifferten den Todeszeitpunkt mit 0.46 Uhr. Todesursache: Verblutung nach Halsverletzung. Die Waffe war ein kleines Messer mit einer langen, stumpfen Klinge. Diese Aussage muss verifiziert werden. Könnte diese Wunde durch ein anderes Objekt hervorgerufen worden sein? Weder am Körper noch an der Kleidung waren Verletzungen bzw. Schäden, Schmutzspuren oder Hinweise auf sexuellen Missbrauch zu erkennen. Die rechte Hand war blutverschmiert und lag geöffnet auf der Brust. Die teilweise geschlossene linke Hand lag auf dem Boden und umgriff eine Tüte mit Pastillen. Die Leiche wurde in einem Hof namens Datfiles Yard gefunden, dessen Türen auf der Berner Street in Whitechapel führen. Das Opfer wurde auf dem Boden liegend vorgefunden, wenige Zentimeter vor der Wand eines der Gebäude, die den Hof nutzten, darunter der Internationale Arbeiterverein. Dieser Verein, dessen Mitgliedschaft hauptsächlich russische und polnische Einwanderer jüdischen Glaubens sind, hielt in der Tatsache unter der Leitung von Morris Eagle eine Versammlung zum Thema »Warum sollten Juden Sozialisten sein?« ab. Da lacht Phil schon wieder. Das Treffen endete um ca. 23.30 Uhr, aber viele Mitglieder blieben noch im Vereinsgebäude, um weiter zu diskutieren und zu singen. Ein Amerikaner, der an besagten Abend zugegen war, gab zu Protokoll, dass er um 0.20 Uhr auf dem Hof gewesen und zur Straße hinausgegangen sein soll, ohne etwas Ungewöhnliches zu sehen. Danach kehrte er ins Vereinsgebäude zurück, aber seine Schätzung nach, wie viel Zeit er draußen verbracht hatte, ist nicht allzu exakt. Ach, liest du mal weiter. Die Presse zitierte zwei Zeugen, Constable Smith, der in der Tatnacht auf Streife in der Gegend war,
und ein ungarischer Mann namens Schwarz. Dieser machte seine Aussage auf der Polizeiwache in Anwesenheit eines Übersetzers, weil er kein Englisch spricht. Die Veröffentlichung dieser Aussagen in der Presse sollte mit Vorsicht genossen werden. Es wäre ratsam, wenn überhaupt möglich, den exakten Wortlaut zu erfahren. Bericht über die Kleidung und den Besitz des Opfers, als die Leiche gefunden wurde. Kleidung, langer schwarzer Stoffmantel mit Pelzabschluss, daran befestigt eine Rose und Farnkraut, schwarzer Rock, schwarze Krepphaube, kariertes Halstuch mit Knoten auf der linken Seite, dunkelbraunes Mieder aus Baumwollsamft, zwei leichte Särge, Unterröcke, eine leichte Bluse, weiße Strümpfe, Stiefel mit seitlichem Federverschluss, zwei Taschentücher, auf einem wurden Obstspuren entdeckt, ein Fingerhut, ein Stück um eine Karte gewickelte Wolle, in der Tasche ihres Unterrocks ein Schlüssel, ein kleiner Bleistift, sechs große und ein kleiner Knopf, ein Kamm, ein zerbrochener Kamm, ein Metalllöffel, ein Haken, wie aus einem Kleid stammend, ein Stück Baumwollstoff, ein oder zwei kleine Stückchen Papier. Ach du Scheiße, okay. Das sind viele Fakten. Und ob sie alle wahr sind? Oh Mann. Oh, es gab ja noch einen Mord. Ach Mann, oh Mann. Ich lese mal bis zu diesem Punkt, danach liest du wieder und wir wechseln uns mal ab. Notiz über den Mord an Catherine Eddowes. Catherine Eddowes, Alter 46 Jahre, also auch nicht mehr Jungstag, Größe 5 Fuß, Gelegenheitsprostituierte. Seit 7 Jahren hatte sie eine Beziehung mit einem gewissen John Kelly, einem Mann ohne regelmäßige Arbeit und ungefähr gleichem Alter wie Eddowes. Das Opfer wurde am 30. September um 1.44 Uhr von Constable Watkins, der auf Streife war, tot aufgefunden. Er sicherte den Bereich, indem er den Nachtwächter des Lagerhauses rief, das sich einige Meter vom Tatort entfernt befindet. Laut dem Arzt, der 2.18 Uhr am Tatort ankam, war das Opfer zu dem Zeitpunkt erst seit einer halben Stunde tot. Unwahrscheinlich, aber wir wissen aus Erfahrung, dass es sehr schwierig ist, den exakten Todeszeitpunkt festzustellen, wenn die Leiche schwer misshandelt wurde. Todesursache: Verblutung aufgrund einer Schnittwunde am Hals. Der Gerichtsmediziner hat zudem bestätigt, dass die Entnahme der Organe nach dem Eintritt des Todes erfolgte, und zwar von einem Rechtshänder, der dafür ein Messer mit langer Klinge benutzte. Das Opfer wies zahlreiche Verstümmelungen auf. Das Opfer wurde auf dem Boden liegend gefunden in einer dunklen Ecke des Mitre Square. Der Platz gilt als bekannter Treffpunkt von Prostituierten und ihren Freiern, weil es sich dabei um einen abgelegenen und relativ schlecht beleuchteten Ort handelt. Es sollte erwähnt werden, dass das Opfer um 1 Uhr der Tatnacht Bishop Gate Street Ausnüchterungszelle entlassen wurde. Der Mitre Square wurde um 1.30 Uhr von Constable Watkins aus der Mitre Street kommt und um 1.42 Uhr von Constable Harvey aus der Church Passage kommt, im Zuge ihres Rundgangs inspiziert. Die beiden Polizeibeamten sahen dort nichts Verdächtiges, allerdings ist es wichtig zu wissen, dass Constable Harvey im Gegensatz zu Constable Watkins den Mitre Square nicht betreten hat. Der Nachtwächter, der Watkins nach dem Fund der Leiche zur Hand ging, wurde zur Tatzeit geweckt. Seine Tür ist wenige Meter von der Stelle entfernt, an der das Opfer ermordet wurde, und er hörte nichts, bis der Polizeibeamte nach ihm rief. Zuerst muss angemerkt werden, dass die Kleidung von Catherine Eddowes sehr auffällig ist. Vor allem denke ich da an den gemusterten grünen Jeansrock und an die weiße Männerweste. Einige der Sachen, die sie bei sich getragen hatte, fand man in der Nähe der Leiche. Okay, dann werde ich mal weiterlesen. Die Leiche trug eine weiße Schürze, von der ein Stück fehlte. Dieses fehlende Stück, zuvor schon geflickt, daher authentisch, wurde um 2.55 Uhr der Tatnacht von Constable Alfred Long gefunden, laut dessen Aussage es sich bei einem letzten Rundgang um 2.20 Uhr noch nicht dort befunden hatte. Das blutige Stück der Schürze wurde im Eingangsbereich des Treppenhauses der Wentworth Model Dwellings in der Goulston Street 108 bis 119 gefunden. Auf der rechten Seite des Eingangs direkt über der Schürze stand folgende mit Kreide verfasste Nachricht an der Wand: Die Jews sind die Menschen, die nicht umsonst beschuldigt werden. Jews hieß doch Juden, oder?
Ich glaube. Im Wentworth Model Dwellings Gebäude leben nahezu ausschließlich Juden und die Goldston Street ist eine sehr belebte Geschäftsstraße. Daher beschloss der Constable, die Nachricht noch vor Tagesanbruch zu entfernen. Catherine Eddowes Kleidung und mitgeführte Gegenstände. Kleidung zur Tatzeit, schwarze Strohhaube verziert mit grün und schwarzen Perlen besetzten Samt mit schwarzen Schnüren fest am Kopf zusammengezogen. Schwarzer Stoffmantel verziert mit Kunstfell am Kragen und Armabschluss sowie mit geflochtener schwarzer Seite und Pelz an den Taschen. Große Metallköpfe. Knöpfe. Dunkelgrüner Jeansrock mit drei Volants und einem braunen Knopf auf dem Bund, geschmückt mit Astern und goldenen Lilien. Weiße Männerweste mit passenden Knöpfen auf der Vorderseite, braunes Leinenhemd mit braunen Knöpfen auf der Vorderseite und mit schwarzem Sandkragen, grauer gefütterter Unterrock mit weißem Bund, sehr alter grüner Alpaka-Rock als Unterkleid, sehr alter zerlumpter grüner leicht gefütterter Rock mit Volants als Unterkleid, weiße Katanbluse, ein paar Männerschnürstiefel mit Schnürsenkeln, Springerstiefel aus Angora-Wolle, rechter Stiefel ausgebessert mit roten Garn, ein Stück rote Metallseite, Mullseite, getragen als Halstuch, ein großes weißes Taschentuch, ein großes weißes Baumwolltaschentuch mit roten und weißen Volllaken, voll Vogelaugen, Musterrand, zwei ungebleichte Katannusstaschen, eine blau gestreifte Inlet-Tasche, braune Gerippe mit weißer Baumwolle, geflickte Kniestrümpfe, diese Gegenstände trug sie bei sich, zwei kleine blaue Taschen, zwei kleine schwarze Tonfeilen. Ja, das ist sehr viel. Eine Blechdose mit Tee, eine Blechdose mit Zucker, eine leere blecherne Streichholzschachtel, 12 Stück weiße Lumpen, ein Stück weißes grobes Leinen, ein Stück weiß-blau gefalteter Hemdstoff, ein Stück Flanell mit Näh- und Stecknadel, 6 Stück Seife, ein feinzahniger Kamm, ein Tischmesser mit weißem Griff, ein Metalllöffel, ein rotes Zigarrenetui aus Leder mit weißen Metallbeschlägen, eine Kugel Hanf. Kugel? Na gut. Eine alte weiße ausgebesserte Schürze, mehrere Knöpfe und einen Fingerhut. Senfdose mit zwei Pfandleihscheinen, einer auf dem Namen Emily Burrell Whitesrow 52 vom 31. August, 9 Pence für ein Männerflanellhemd, der andere auf den Namen Jane Kelly. Aha, Kelly. Dorset Street 6 vom 28. September 2 Schilling für ein paar Männerstiefel. Beide Adressen sind falsch. Gedrucktes Flugblatt, Teil einer Brille, ein roter Handschuh. Das ist sau viel, was wir jetzt vorlesen mussten. Die Folge ist jetzt auch wieder etwas länger als eine Viertelstunde. Und wir beenden erstmal diese Folge und sehen dann, was als nächstes passiert. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao.